Lauro De Bosis. Lauro De Bosis war ein Antifaschist. Der einen Traum kultivierte. Über Rom fliegen, um eine mutige, eroische Geste des militanten Antifaschismus zu machen. Aus dem Himmel kommen über Rom um es friedlich mit 400.000 Flugblättern zu bombardieren zum Aufstand gegen den Faschismus auffordern. Der Pilot, Lauro De Bosis, zielt entschlossen auf den Palazzo Venezia in Rom. Duce! Lascia cadere! Auf Mussolinis Residenz. Er wirft Tausende und Abertausende Flugblätter mit Phrasen gegen den Faschismus, gegen den Duce ab. Mussolini selbst erschien auf dem Balkon. Seine Wut wuchs. Es ist ein historischer Roman und der Anruf vom Palazzo Venezia in Rom zum Flughafen Ciampino, in dem nach Balbo gesucht wurde. Der Nacht Militärflugzeugen sucht, wurde aufgezeichnet. Doch Lauro hatte bewusst den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs gewählt, weil Flugzeuge nachts nicht flogen. Di notte non c'era il volo strumentale, c'era il volo a vista. Mussolini in persona. Mussolini selbst bemerkte bei einem Treffen im Palazzo Venezia in Rom diesen ungewöhnlichen Papierschneefall aus den Fenstern. Er lehnte sich aus dem Balkon und schaffte es, eines der antifaschistischen Flugblätter zu ergattern. Mit rotem Gesicht rannte er zum Schreibtisch, rief zum Telefon, fragte nach Balbo, aber nichts. Er rief den Wachoffizier zu: Lassen Sie die Militärflugzeuge starten. Ufficiale di guardia, far decollare i caccia. Mehr als eine halbe Stunde, nachdem die antifaschistischen Flugblätter abgeworfen worden waren, troppo tardi. Zu spät. Nessuna traccia. Volare sulla capitale. Der Flug über die Hauptstadt hatte eine enorme symbolische Bedeutung. Rom, 3. Oktober 1931. Lauro De Bosis, Gelehrter,
Die Rübersetzer, noch keine 30 Jahre alt, kommt mit seinem kleinen Flugzeug und 20 Uhr in der Hauptstadt an. Er belässt Marseille gegen 50 Uhr. Direkt auf Mussolini Kopf. Während der Faschismus die Phase des Konsens es einleitete. Vielleicht gibt es einen noch stärkeren Rückschlag. Die faschistischen Geheimdienste hatten ein sehr starkes Netzwerk in ganz Europa, vor allem in Paris. Der Spionen war es gelungen, sehr effektive Operationen durchzuführen. Paris, London, Monaco, New York, Schweiz. Operazioni anche molto, molto efficaci. E quindi c'è anche la beffa a questi servizi che lo inseguivano per tutta Europa. Parigi, Londra, Monaco, New York. Im Roman geht es auch um das Exil vom Antifaschisten und die Fallen von Doppelagenten und faschistischen Killers. Oder i sicari fascisti. Lauro unternimmt einen ersten Versuch, indem er in ein englisches Flugzeug nimmt, die erste Landung auf Korsika zum Auftanken endet schlecht. Lauro sprach viele Sprachen. Er stellte sich jedes Mal mit einem anderen Namen vor. Er gab vor, ein englischer Industrieller zu sein, der über Barcelona Verblätter abwerfen musste. Ein romantischer Charakter. Er hatte diesen antifaschistischen Geheimbund in Rom. Ein netter, romantischer, lustiger, kultiviert, ironischer Charakter. Aber der Versuch, nach Frankreich zurückzukehren, auf Korsika zu landen, war praktisch unmöglich. Also wurde sein Flugzeug wahrscheinlich im Tyrrhenischen Meer zerstört. Es wurde nie gefunden. Er verunglückte. Si è probabilmente sfracellato, caduto in mare, non è mai stato più ritrovato. Nach Lauros eigenem Eigenständnis, dieser Flug war eine Selbstmordexpedition. Märtyrer bedeutet auf Griechisch Zeuge, ein Zeuge der Freiheit. Ein junger Mann, der sein Leben geopfert hat. Lauro hatte eine große Liebe zu einer amerikanischen Schauspielerin. Irgendwann hat er beschlossen, dieser große Geste der Demonstration zu machen. Das Ideal der Freiheit und Befreiung. Di Roma contro Mussolini, cioè è rimasto qualcosa che forse come un seme lento ha generato poi degli alberi molti anni dopo. Debussy sagte, so wie im Risorgimento 10 bis 20 junge Menschen starben, um den Italienern den Weg zur nationalen Befreiung zu lehren, so müssen jetzt einige junge Menschen sterben, um das Volk in die Freiheit zu führen. Sa dove è Piazza De Bosis? No, non sono della zona. Piazza De Bosis, qua sta. Oh. Sa dove è Piazza De Bosis? Sì, è qui. E sa chi era De Bosis?
No, non esattamente. Era un... faceva parte dell'antica Roma, probabilmente. Sa chi era De Bosis? No, tipo un corridore. Ah, Dio! No, non lo so. Deduco sia un militare perché sono tutti marescialli, ma non ne sono... Guardi, devo scappare proprio, mi dispiace. De Bosis nel 1931 lanciò 400.000 volantini antifascisti su Roma. Ah. L'aveva mai sentito? No, mai sentito. È strano che questa piazza sia dedicata a un martire dell'antifascismo? Forse è strano perché c'era l'obelisco di Mussolini qua, eretto da Mussolini. Forse una scelta. Ah, ecco. Non so se è stato volutamente fatto all'epoca, chi scelse i nomi. Non so, può essere. Penso che la memoria storica del paese debba sempre contenere vicende felici, vicende meno felici e tracce del conflitto affinché la memoria non venga dispersa dalle nuove generazioni. In questo senso è imbarazzante non ricordare questo fatto storico. Poi possiamo anche abbozzare l'idea perché lui poi non... Wir können die Idee skizzieren, weil man sich nach dem Krieg nicht an ihn erinnerte. Kurz gesagt, die 30er Jahre sind die Zeit der Konformismus zum Faschismus. L'atteggiamento che consiste der Faschismus praktiziert Unterdrückung. Non ha senso. Quando si rompe l'incantesimo, l'opinione pubblica capisce, si rompe la Hypnose des Faschismus bricht mit dem Krieg. Und dann ist da noch der Resistenz, die großen Nazi-Massaker, der Bürgerkrieg. In der Nachkriegszeit werden die nächsten Toten betreuert. Vor Serdatine, die erhängten Partisanen. Dann, nach dem Krieg, wurde das Studium der Geschichte nach Sektoren organisiert. Das Sturzo-Institut studierte die Christdemokraten. Das Gramsci-Institut studierte die Kommunisten. Die Sozialisten studierten die Sozialisten. Lauro hatte keine Verbindungen. Aber De Bosis verdient einen Platz für Heldentaten. Meriti un posto sia per l'azione che ha fatto eroica. Nel legge ne dovere. Ein einsamer Impuls der Leidenschaft trieb mich an. Passione mi ha guidato. Conclusasi con la morte, lui scrisse questo. Vor seinem Tod schrieb De Bosis diese Seiten von Hand, sein geistliches Testament. Es ist im Internet zu finden. Suo testamento spirituale. Gli anni a venire sembravano. Meine Pflicht ist mir endlich klar. Gli anni dietro di me. E anche per questa De Bosis hat das Verdienst, die historische Phase zu verstehen. Il fascismo non può esistere che Exzesse sind die Logik des Faschismus. Eccessi sono la sua logica. Lauro De Bosis. Dice, sagt zu den Italienern, der Faschismus basiert auf Gewalt und wird zum Krieg führen. Faschismo è la violenza, la sopraffazione e la guerra. Una grande, tolle Liebesgeschichte, die Wahrheit von zwei unanflusslichen Herzen. Die Geschichte der Frau, die De Bosis liebte und geliebt wurde. Eine freie, charmante und abhängige, niemals konventionelle Frau. Rievochiamo il suo amore. Liebe und Tod banden sie für immer. Legarono per sempre. Sie verstand, dass er sterben würde, aber sie hat ihn nicht aufgehalten. Die Ruth Draper. Viene a Roma. Eine Theaterschauspielerin, die als die größte Amerikas gilt, kommt nach Rom. Ruth
Draper, eine bestimmte Frau, sie spielte in modernen Dramaturgie. Metteva in scena dei monologhi scritti da lei, interpretati. Sie recitierte Monologen mit 4 oder 5 Charakteren. Sie veränderte ihre Stimme. Sie führte Regie. Eine Frau von völliger Unabhängigkeit. Ruth kommt nach Rom. Sie kennt Lauro. Sie ist 44 Jahre alt. Er ist 27. Zwischen ihnen liegen 17 Jahre Unterschied. Soprattutto di età scoppia questo amore incredibile. Zwischen diesen Charakteren unterschiedlichen Alters, Kulturen und Hintergründen entsteht eine sehr starke Liebe. Molto giovane, fascinoso, ma 17 anni di meno. E nei 3 anni prima della morte di Laura, in cui sono stati insieme, questo amore è stato grandissimo. Sie ist reich, Verwandter von Henry James. Sie war gerade in Dublin gewesen, wurde von allen Theatern der Welt gesucht. Tutto il mondo parlava dei suoi spettacoli. Quando Lauro muore, lei continua a fare teatro fino a. Wenn Lauro stirbt, sie haben bis zuletzt Theater gespielt. 1956. Aber Lauro war die erste, große, einzige und letzte Liebe ihres Lebens. Aber in Rom kann man nach Spuren dieser großen Liebe suchen. Ma a Roma è possibile cercare qualche traccia. Qualche testimonianza di quel grande amore. Der Roman beschreibt viele Orte, wahre Orte zum Wiederentdecken. Reali da ripercorrere, da riscoprire. All'Hotel de la Ville alloggiava Ruth Draper a Roma. Ruth Draper übernachtete im Hotel de la Ville. Etwas weiter, die Straße runter, ein paar Minuten entfernt, wohnte Laura de Bosis. Das Herrenhaus der Familie befand sich in der nahe gelegenen Straße. Das Nacht, der komplett sanierte Gebäude, vereint heute verschiedene Wohnungen hinter der Fassade. Miracolosamente di quegli incontri d'amore c'è rimasta una. Hier ist eine Liebesszene von Ruth Draper. Auf Italienisch. Und hier ist die von Ruth Draper auf Italienisch rezitierte Liebesbegegnung. Dalla stessa Ruth Draper in una rarissima e antica registrazione audio. Sì, allora dove ci incontriamo? Dove? Oh no, no, non mi piace, perché è troppo lontano. Ma sì, 10 minuti da casa mia, così perdiamo tempo. Allora, aspetta, pensiamo un po'. Troviamo un posto più vicino. Ah, c'è un'idea. Il cortile del palazzo. Ma sì, tu lo sai, amore mio, nell'angolo del cortile. Sì, allora dopo possiamo andare sulla collina, nel giardino della villa. Nel boschetto, come la prima volta. Ti ricordi? Sì. Come? Ah, non voglio dirlo, perché già l'ho detto. Ma sì, tu lo sai bene. Ma sì. Un incontro furtivo fra amanti, dunque, recitato da quella. Eine heimliche Begegnung zwischen Liebenden. Die Leidenschaft, dann die Tragödie.
che si sacrificherà per la libertà della sua patria. Das Flugzeug fliegt über Via del Corso, Piazza di Spagna. Ci riporta indietro di quasi un secolo, ai momenti felici prima della tragedia. L'aereo attraversa Via del Corso. Lauro de Bosis erkennt das Dach seine Familiengebäudes. Il nuovo mondo di neue Welt, di ohne Grenzen steht. Eine freie Welt für freie Völker, die von Hass und Gewalt verzerrte Bevölkerungen umgibt. Eine leuchtend in una sola azzurra blaue und riesige Nation. Der Himmel ist mein Königreich. Il cielo, ecco il mio regno. Als Lauro aus Italien floh und in Ruths Haus in New York Zuflucht suchte, waren dies die Jahre des Übergangs vom Stummfilm zu Tonkino. Sono gli anni in cui c'è il passaggio fondamentale dal cinema muto al cinema sonoro. Ein funkelndes New York. Es gibt Gershwin, Mickey Mouse, Coca-Cola. C'è Mickey Mouse, cartoni animati, c'è la Coca-Cola, cioè un mondo così. Eine Gesellschaft der Roaring Twenties and Thirties, die Fitzgerald erzählen kann. In qualche modo lo paragono a Roma, che invece Welt mit den faschistischen Rom der Militärparaden, der Düsternis und der Polizei. Und es gibt eine dritte Stadt, und das ist Paris. Als Lauro entdeckt wird, werden seine Freunde verhaftet und zu 15 Jahren hat er Gefängnis verurteilt. Die Mutter wird auch verhaftet. Was hat die Allianz for Freedom Association getan? Etwas naiv schrieb er antifaschistische Flugblätter und verschickte sie anonym per Post. Sie wären drei Freunde. Sie baten darum, die Botschaften zu verbreiten. Er wird entdeckt. New York, Paris, er versucht Kontakt zu den Antifaschisten in Frankreich.
Aber italienische Antifaschisten sind misstrauisch gegenüber Lauro de Bosis. L'antifascisti italiani a Parigi diffidano di lui perché non è conosciuto, perché comunque prima faceva finta di essere fascista. Lauro findet Arbeit in einem kleinen Hotel als Nachtportier. Und das Hotel existierte in Paris. Ich habe es mir angesehen. Si impiega in un piccolo albergo come portiere di notte a Parigi, un albergo che sono anche andato a vedere, mi è capitato di andare a vedere, che esiste ancora. E mentre appunto la sera lavora, während er arbeitet, Lauro fährt mit seinem Fahrrad zu einem kleinen Flughafen, um das Fliegen kleiner Flugzeuge zu lernen. In Paris, con Cocteau und Josephine Baker. Ci sono le riviste di Josephine Baker, questa donna che racconta un po'. Io immagino che incontri Lauro e Ruth. Ich schätze, Lauro und Ruth treffen Josephine. Aber die Theater waren in der Nähe. Si esibiva al Teatro Dunò e il teatro di rivista Josephine Baker era a 200 metri. Facile che questi mondi intellettuali di teatro si siano incontrati. A Parigi in quegli anni. Sie wären leicht zu finden. Auch der Dramatiker Pirandello war in Paris. Pirandello hatte sich zugunsten des Mussolinis ausgesprochen. Er hoffte aus finanzielle Unterstützung für seine Bühnendramen. Aber Mussolini hatte D'Annunzio das ganze Geld gegeben. Pirandello hatte sich verbittert nach Paris zurückgezogen. Und Pirandello war 400 Meter von Lauros Hotel entfernt. Era a 400 Meter dall'albergo dove lavorava Lauro. Peraltro, questo è sicuro perché c'è una lettera di Pirandello a Marta Abba. Pirandello, vor dem Nobelpreis, besucht Ruth Draper. Dies wird durch einen Brief dokumentiert. Pirandello schreibt an die Schauspielerin Marta Abba: Draper, Tiada sind voll. Potresti guadagnare tanti soldi. Il monologo di Cocteau wurde wahrscheinlich von Ruth Draper inspiriert. Che possa essere ispirato a Ruth Draper, che ha interpretato Anna Magnani in teatro. Für den Telefongesprächsmonolog, ein Monolog von Cocteau, den Anna Magnani als la telefonata nach Italien bringen wird. Magari non è ispirato a Ruth Draper, era però quel tipo di genere teatro che faceva. E anche Ruth a es suo modo. Ist Dramaturgie, das Ruth Draper früher gemacht hat. Ruth ist die befreite Frau. Sie hatte sich gegen den Willen ihres Vaters, eines prominenten Arztes aus Manhattan, des Arztes der High Society, entschieden, Theater zu spielen. Ruth ist das Gegenteil der faschistischen Frau.
di eine Mutter sein müsste, die zu Hause eingesperrt war, um Kinder oder Soldaten für die Armee zu bekommen. Single zu sein war eine Form der Emanzipation. Per creare soldati che dovessero combattere per la patria. Ecco, Ruth è proprio un modello di emancipazione totale e forse anche questo suo fatto di essere nubile per tanti anni, in quegli anni significava una forma di emancipazione forte, cioè non dipendere da una famiglia, da un marito per il sostentamento. Ein wunderbares Paris, wie New York, durchzogen von Innovationen wie Jazzmusik. Und Paris ist wie immer eine freie Stadt. Italienische Antifaschisten wurden von der französischen Bevölkerung großzügig aufgenommen. Statue von Lauro de Bosis steht in einer fast vergessenen Ecke Roms. Tutte le persone, comunque al di là all die Menschen, die ihr Leben für die Freiheit geopfert haben, während der Risorgimento, während des Antifaschismus, während des Widerstands. Wie viele Lauro Bosis gibt es heute auf der Welt? Helle Menschen, die respektiert und in Erinnerung bleiben müssen. Personalità luminose che meritano rispetto e per rispettare. Die italienische Verfassung besagt, dass die Republik aus des Antifaschismus geboren wurde. Sonnenstrahlen regneten durch die Wolken. Ich sagte, sterben. Die Welt antwortete. Oder ein Echo im Herzen antwortete. Sterben. O kurze Geschichte. O Leben. Todesangst. Solange es Leben gibt, kämpfen wir. Und dann Frieden. Oh, breve piangevole favola, oh vita, mein Schicksal will ich. Das Leben ist dahin geschmolzen, wir blicken nicht zurück. Il mio fato, quale sia, io voglio. E per quella eterna, du warst auf der Welt. Weit weg. Tu eri nel mondo lontana. Lauro de Bosis, ultimo di sette figli. Lauro de Bosis, das jüngste von sieben Kindern, hatte im Ersten Weltkrieg einen Bruder verloren, einen Flugzeugpiloten
Über den Mythos von Icarus schrieb Lauro de Bosis 1927 eine Tragödie. Icarus, obwohl de Bosis bei seinem letzten Flug einen Eindecker benutzte, entschied man sich in der Dokumentation dafür, immer Doppeldecker zu zeigen, um die ikonografische Kohärenz zu wahren. Dimostrare sempre aerei con doppie ali. Ruth Draper starb 1956 im Alter von 72 Jahren in New York. Sein ganzes Leben lang blieb sie der Erinnerung an seine einzige große Liebe, Lauro de Bosis, treu. Giovanni Grasso, autor von Icaro, il volo su Roma, ist Kommunikationsdirektor des Quirinalspalastes und Pressberater der Präsidenten der Republik Sergio Mattarella. Einer seiner Romane, Il Causa Kaufmann, der der nationalsozialistischen Judenverfolgung gewidmet ist, wurde in einer neuen Fassung wieder belebt.